Hallo und willkommen zurück. Ich bin Perudo hier auf der Retrobasis. Wir sind bei Sam the Sorcerer, bei den Dämonen, und wir müssen noch ein paar Zutaten suchen. Ich muss mal kurz überlegen, was das genau war. Das war Maus, Menschenschädel. Oh Gott, wo sind die Sachen alle her? Und Kerzen. Und irgendein Dreieck oder Viereck oder sowas. Warte mal. Benutze, das war so eine Art, ja, Politur oder sowas. Was ist das da? Das geht doch so nicht. Da ist ein Buch. Ach stimmt, da haben die ja von erzählt, oder? Warte mal, das nehmen wir uns mal ganz schnell. Genau. Und ich muss, glaube ich, auch mal speichern, sonst vergesse ich das nicht mehr. Ich habe, glaube ich, beim letzten Mal auch schon in der Folge gespeichert, aber das macht ja nichts. Ja, Sachen suchen. So. Da schauen wir mal rein. Ich dachte, das wäre so eine Art Politur. Anscheinend so eine Art magische Metallpolitur. Wollte ich eben benutzen damit. Benutze magische mit dem Spiegel. Das geht doch so nicht. Na gut. Dann schauen wir uns mal das Kinderbuch an. Da steht alles über magische Stäbe. Da steht, dass der einzige Weg, einen Zauberstab zu zerstören, darin besteht, ihn in die feurigen Gruben von Rondor zu werfen. Ja, ist aber schon sehr abgekupfert von Herr der Ringe, ne? Also jetzt gehen wir nochmal runter. Nein, runter, runter. Simon. Oh Gott. Statue. Können wir den Pika damit benutzen? Das geht doch so nicht. Benutze Speer mit das Schild. Das geht doch so nicht. Benutze. Das hebe ich für Sordid auf. Gut. Das geht doch so nicht. Was war das denn für ein Beutelchen eigentlich? Ein verdächtig riechendes Säckchen. Ja, die Socke hat auch gestunken. Oh Gott. Nein, macht er das? Das geht doch Ach, so schade. Nicht. Speer mit Kiste? Das geht doch so nicht. Puh. Ach, wir können ja nochmal runtergehen, ne? Ist ja noch eine Etage? Das gefällt mir eigentlich. Also dieses Design von dem Turm finde ich sehr schön. Ist das Schädel? Nee, Schädel auch nicht. Da ist ein Schädel. Nimm Schädel. Das ist außerhalb meiner Reichweite. Okay. Ja. Vielleicht kommen wir damit dran. Yep. So, Kerzen und eine Maus. Warte, wir gehen nochmal hoch. Kerzen und eine Maus. Gibt es irgendwo Maus oder Mauseloch? Hier gibt es auch keine. Gab es nicht irgendwo Kerzen? Ich meine, ich hätte auch welche gesehen. Hier ist eine Kerze. Hier sind auch Kerzen. Warum kann man die nicht mitnehmen? Na gut. Maus? Gibt es ein Mauseloch, wo man die irgendwie. Vielleicht. Ah. Er hat gesagt, es riecht wie Gorgonzola. Da vielleicht das Beutelchen mit dem Mauseloch benutzen, aber. Habt ihr irgendwo ein Mauseloch gesehen? Kerzen auch nicht? Warte mal. Benutze mit dem Haken? Das geht doch so nicht. Benutze Beutelchen mit dem Spiegel. Das geht doch so nicht. Da gibt's auch nichts. Also die Mäuse sind ja meistens oder eine Mausefalle bauen. Der Kiste vielleicht. Warte mal, benutze. Ich glaube, das hatten wir schon, oder? Das hatten wir gemacht. Erst Verzweiflung das bei mir. Geht ich doch so nicht. Können wir nicht öffnen, oder?
Die sind magisch und physikalisch versiegelt. Hm. Tür? Mäuse gibt's hier auch nicht? Könnte eine Maus sein. Und ich sehe auch, ich sag gar nichts, was durch diese Hebelbenutzung. Was ist da passiert? Ist, die Tür ist auch nicht offen. Ne? Ja, das mit den Kerzen verstehe ich auch nicht. Vielleicht ist das auch irgendwas Symbolisches. Vielleicht muss man unten eine Fackel oder sowas nehmen. Ist hier keine Maus? Nee. Warte mal. Wir müssen das nochmal lesen. Das ist Sordids Zauberbuch. Sieht aus wie meins. Hier ist ein Spruch, um Dämonen zur Hölle zu schicken. Du brauchst ein doppeltes Quadrat mit 8 Kerzen, eine Maus und einen menschlichen Schädel. Und du musst noch die echten Namen der Dämonen kennen. Das geht doch so nicht. Wir können auch nichts mehr machen hier. Wir haben nur die Warte mal, können wir die nicht. Die können wir nicht öffnen. Das ist abgeschlossen. Ach. Das geht doch so nicht. Oh, was macht er? Ah, er hängt das Schild auf. Ja, super. Okay. Warte mal, ich. Das muss doch. Er hat doch gesagt, eine Art Politur. Warum? Verstehe ich nicht. Trage? Mein guter Geschmack sagt mir was ganz anderes: Eine totale Verschwendung von Zeit und Energie. Brauchst du meine Dienste? Nee, anscheinend nicht. Nee. Ich brauche nichts von einem sprechenden Spiegel. Müssen wir erstmal öffnen? Das ist nicht dazu gemacht, um geöffnet zu werden. Benutze Chemikalien mit Spiegel. Das geht doch so nicht. Okay. Rätsel, Dätsel, Mätsel, wo können die Kerzen hin? Gehen wir mal ganz runter. Hier irgendwas. Warte mal. Das geht doch. Och, so schade. Nicht. Vielleicht können wir die irgendwie aufknacken, die Tür. Das geht doch so nicht. Ach, Schädel haben wir gar nicht mitgenommen, ne? Ich. Blöde Jan. Oh, aus Gold? Wer immer das war, er hatte eine riesige Nase. Können wir hier weitergehen? Ja, manchmal weiß man es ja nicht. Bei dem Spiel ist es schon manchmal sehr seltsam. Ne, hier können wir nicht weitergehen. Was ist das denn da alles hier? Nee. Der mäht nichts, der macht nichts. Hier ist keine Spalte. Aber man hört auch nichts, ne? Das geht doch bewege. So nicht. Funktioniert? Block. Ja. Oh Gott, wie blöd. Ja. Bewege Hebel.
Okay. Ja, gut, okay, da muss man erstmal drauf kommen. Was ist das denn da? Ach, die Kerzen. Okay. Wie viel sind's? Davon gibt es insgesamt 8. Klar. Schädelbrecher? Nee, ist dieses Mauselöchlein wieder irgendetwas wie dieser Rattenknochen, so ganz klein in der Ecke irgendwo? Kann ich noch höher? Warte mal. Oh nein, ich kann noch höher. Achso, ja, okay, nee, ich war ja im Keller, Entschuldigung. Ach, guck mal, ich bin schon total verwirrt hier. Kiste. Warte mal, mit dir können wir nichts machen, ne? Die Stinkesocken da rein, hat man schon 100-mal gemacht, ich weiß. Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Können wir mit dir reden? Ich glaube, es schläft. Das ist gut. Das ist gut. Mauselöcher sind noch meistens hier irgendwo in der Wand, oder? Statue. Bewege. Das ergibt doch keinen Sinn. Schau an. Fertig für die Schlacht! Kann ich irgendwas benutzen hier? Das geht doch so nicht. Das ist Sordits Geldsäckchen mit seiner Socke drin. Geldsäckchen mit Socke. Tja. Schwierig, schwierig, schwierig. Benutze Schädel mit Spiegel. Das geht doch so nicht. Benutze das mit dem Spiegel. Das geht doch so nicht. Du musst vergessen? Sag mal, ihr seid ja auch Mäuse. Wo könnte ein Mauseloch sein? Das gibt's doch gar nicht. Hier ist auch nichts, ne? Aufs Bett legen. Die Tür kann man auch nicht benutzen. Schau an. Ah, vielleicht. Moment. Ich habe eine Idee. Ich kann mein Spiegelbild darin sehen. Klar, benutze das mit dem Säckchen. Das geht doch so nicht. Ich dachte, man könnte mit dem Beutelchen dann schön reiben. Im Spiegel. Puh. Das wird schwierig. Was sagt die Zeit? 13 Minuten. Na gut, haben wir noch ein bisschen Zeit. Dämonen. Schild. Warte mal, benutze. Das mit dem Schild. Das geht doch so nicht. Speer? Das geht doch so nicht. Schau an. Ein normaler Teleporter. Benutze? Nein, benutze Teleporter. Ich fasse das Ding nicht an, bevor ich weiß, wie es funktioniert. Ja, macht ja auch Sinn. Das... Wir reden nochmal ganz kurz mit den Dämonen. Ich bin's wieder. Alles klar dann? Hier ist nicht zufällig noch ein wenig Mäuseblut? Tut mir leid, haben wir alles für unsere Fingersuppe gebraucht. Schnapp dir einfach eine lebende Maus und schon bist du bedient. Bedient, aber total. Ja, wo ist denn die Maus? Ich muss eure wahren Namen wissen. Kann ich eigentlich nicht tun. Ja, eigentlich, aber... Kleinen Moment noch. Muss noch kurz was klären. Prima. Wir können's kaum erwarten. Kaum erwarten, ja. Die kann man nicht öffnen. Schnapp dir eine lebende Maus. Mäuseblut? Ja, vielleicht ist es ja kein klassisches Mauseloch. Vielleicht läuft die irgendwie rum? Hm.
aber auch nichts mehr, was man irgendwie benutzen könnte mit irgendetwas. Geh doch mal runter, Simon. Mausel. Wir müssen nochmal rausgehen, also. Das ist vielleicht Mäuseblut drin? Ne. Nee. Da haben wir den Ast. Ja, komisch. Auch eben lief es ja eigentlich ganz gut, ne? Jetzt. Ich meine, dass es nach Gorgonzola riecht, das ist ja ganz klar. Das haben wir, glaube ich, schon probiert, aber. Die sind magisch und physikalisch versiegelt. Speer? Das geht doch so nicht. Tja. Keller. Wegehebel. Menschen. Ja. Handschellen, vollster Instrument des Todes. Petrischale. Menschenwürge. Muss ich jetzt irgendwie platt drücken? Nee. Das geht doch so nicht. Kann man da reingehen? Tja, jetzt bin ich etwas überfragt. So, ich brauche die Namen. Das Mäuseblut. Die zwei Sachen fehlen tatsächlich noch. Aber ich glaube, wir machen wieder mal eine Pause. Kiste. Wo könnte das Mäuseloch sein? Da. Das ist nicht wahr. Oh, Perudo. Rummel. da ist die Maus schon drin. Sehr gut. Also ich bin sicher, dass man es damit benutzen kann. Gibt es noch irgendwas anderes vielleicht? Der Rahmen? Spiegel? Das kann man nicht öffnen. Das ist nicht dazu gemacht, um geöffnet zu werden. Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Benutze. Das geht doch so nicht. Ja, aber. Egal. Wahrscheinlich sagt der uns den Namen, oder? Man weiß es nicht. Wir reden aber kurz mit den Teufelchen hier. Zwei kleine Dämonen spielen Würfel. Ja. Ich bin's wieder. Ich bin's wieder. Alles klar dann? So. Nur schnell ein magisches Quadrat hier hinmalen. Hier, du kannst meine Kreide haben. Oh. Vielen Dank. Ist ein Pentagramm, oder? Ich muss eure wahren Namen wissen. Kann ich eigentlich nicht tun. Ja, gut. Kleinen Moment noch. Muss noch kurz was klären. Prima. Wir können's kaum erwarten. Kaum erwarten, ja. Ja, ich habe irgendwie gerade einen Hänger. Ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, morgen wieder. Wird's doch wahrscheinlich doch ein, zwei Folgen länger. Dankeschön fürs Zuhören. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.